Am 8. Februar startet die Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof. Die Veranstalter erwarten täglich zehntausende Zuschauer. Die Vorfreude bei Fans und Athleten ist groß. Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick schwärmt gegenüber der dpa bereits jetzt: Heim-WM, das wird ein Riesending für ganz Deutschland, so die Biathletin. Insgesamt gibt es bei den Frauen und Männern jeweils 12 Medaillen zu gewinnen. Zu den größten deutschen Medaillenhoffnungen gehört bei der Heim-WM zweifelsohne Denise Herrmann-Wick. Doch laut sportschau.de ist ihre Konkurrenz enorm, denn bei den Frauen gibt es eine breite Weltspitze. An einem guten Tag zählt Herrmann-Wick dennoch zu den Medaillenfavoritinnen. Die Thüringerin Vanessa Vogt könnte bei den Frauen noch für eine Überraschung sorgen. Bei den Männern ist der Norweger Johannes Tinjens Bø der große Goldfavorit. Die deutschen Biathleten haben bei den meisten Entscheidungen wohl nur Außenseiterchancen. Dem Schwarzwälder Benedikt Doll ist noch am ehesten eine Überraschung zuzutrauen.